Komm mit zu den Zombies, komm mit nach Burghausen. Wir zeigen euch heute unsere kleine Welt. Los geht's! Hallo, ich bin Lisa. Herzlich willkommen im Kindergarten. Wir haben noch etwas Zeit, bevor die Kinder kommen. So lange kann ich euch mal rumführen und euch alles zeigen. Kommt mit! Hier ist unser runder Tisch. Wir nutzen ihn zum gemeinsamen Feschbar oder auch mal als Mal- oder Spieltisch. Es ist immer schön, hier gemeinsam zu sitzen, zu werkeln und zu reden. Ich liebe diesen Platz. Hier ist der Freispielbereich. Hier wird geklettert und gespielt. Toll ist das runde, bunte Fenster. Wir sitzen auch manchmal einfach nur hier und schauen raus. Hier machen wir Morgenkreis. Oft auch mit Gitarre, da wir im Morgenkreis viel singen. Lasst uns noch schnell in den Garten schauen. Kommt mit! Hier gibt es eine coole Dino-Rutsche. Ein Schaukelpferd und ein Karussell. Dafür ist man nie zu alt. Oh, es ist gleich Zeit. Wir müssen wieder rein. Ah, ich sehe die Kinder kommen. Da kommt Leo Lieb. Seine Eltern betreiben den Laden in Burghausen. Hallo Leo. Das ist Nala Thompson. Ihr Bruder Nick ist schon in der Schule. Das ist Ida Steiner. Ida und Emma sind beste Freundinnen. Und das ist Marco Waldmann. Seine Mama ist Försterin. Deshalb kennt sich Marco gut in der Natur aus. Und Emma kennt ihr ja bestimmt. Kinder, ich bringe unsere Besucher noch schnell raus und bin gleich wieder zurück. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Das ist ja cool. Toll. Ja. Ja. Das ist wie ein Affe. Lisa, da war ein Affe. Leo, hier leben keine Affen. Das war sicher ein Eichhörnchen. Toll. Da, schaut. Da ist ein Affe. Oh Kinder, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ich habe ihn auch gesehen. Da ist wirklich ein Affe. Genau, und da hinten steht ein Eisbär. Nein, wirklich. Das war kein Witz. Ihr habt ihn auch gesehen, oder? Ja, das war sicher ein Affe. Aber was macht er hier? Keine Ahnung, echt schräg. Da würde ich heute ja gerne mitkommen. Ich war noch nie in einem Affengehege. Ich bin schon voll gespannt. Ja, das ist echt was Besonderes. Kommt mit, wir gehen gleich los. Isa wartet schon am Gehege auf uns. Herzlich willkommen bei den Schimpansen. Affen sind von allen Tieren den Menschen am ähnlichsten. Vor allem die Menschenaffen. Das hier sind Schimpansen. Sie haben keinen Klammerschwanz und klettern mit ihren Armen und Beinen. Lisa hat euch ja schon erzählt, was wir heute machen. Zoe wird gleich mit den Affen ins Affenhaus gehen. Nur Matteo darf hier bleiben. Er ist an Kinder gewöhnt und liebt es, Besuch zu haben. Und ihr dürft dann reinkommen ins Gehege.
und für die Affen das Futter verteilen. Habt ihr Lust? Ja! Ja! Das ist so cool! Kommt mit, ihr Süßen! Wir machen es uns so lange drinnen gemütlich. So, ihr dürft reinkommen. Mega! Juhu! Hier ist das Futter. Schimpansen fressen Blätter, Früchte und Insekten. Das Lieblingsessen unserer Schimpansen sind Feigen, Salat und Wassermelonen. Verteilt es gut. Ihr könnt ruhig kreativ sein und es oben in den Bäumen verstecken. Das macht den Affen Spaß. Super gemacht! Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bevor Zoe und die Affen zurückkommen. So lange dürft ihr noch ein bisschen Affen spielen und das Klettergerüst erkunden. Wie cool! Ich wäre auch gerne ein Affe. Voll schön hier. So, es ist soweit. Die Affen sind schon hungrig und freuen sich auf ihr Futter. Ihr könnt die Fütterung nun in aller Ruhe genießen. So, das war's für heute. Danke für eure Hilfe. Ich muss jetzt weiter. Die Elefanten warten auf mich. Danke, Isa. Das war echt toll. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ihr dürft euch aussuchen, welches Tier ihr noch besuchen möchtet. Auch zu den Elefanten. Ich möchte auch zu den Elefanten. Oh ja. Alles klar, dann auf zu den Elefanten. Ihr wart ja schneller als ich. Finde es cool, dass ihr euch auch die Elefanten rausgesucht habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei der Fütterung zuschauen. Ich gehe mal rein. Was essen Elefanten? Elefanten essen Grünzeug, Blätter und Zweige. So, jetzt geht's wieder zurück zum Kindergarten, dass wir auch da sind, wenn eure Eltern euch abholen kommen. Ihr habt schließlich eine Menge zu erzählen. Hallo zusammen, willkommen auf der Burghausener Burg. Wir reisen heute in die Ritterzeit. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Voll aufregend hier. Hallo Ralf, wir sind schon ganz gespannt, was du dir heute überlegt hast. Ihr seid bestimmt hungrig nach eurer langen Reise vom Kindergarten hierher. Daher starten wir mit unserer ersten Station, Stockbrotgrillen am Lagerfeuer. Wir teilen uns am besten in zwei Gruppen auf. Lias Gruppe wird den Stockbrotteig vorbereiten und ich werde mit der anderen Gruppe das Lagerfeuer anmachen und Stöcke suchen. Cool, Ralf, ich komm mit. Ich auch. Ich möchte den Teig machen. Ich auch. Na dann, los geht's! Für den Stockbrotteig brauchen wir eigentlich nicht viel. Mehl, Wasser und Hefe. Ihr dürft die Zutaten mischen und dann kräftig kneten. Das macht Spaß. Prima macht ihr das. Wenn der Teig fertig ist, muss er etwas ruhen, dass die Hefe aufgehen kann. Aber die anderen brauchen eh noch eine Weile, bis sie fertig sind. Jetzt haben wir genügend Holz gesammelt. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, dass wir unser Feuer nicht einfach so mit dem Feuerzeug anmachen können. Das hatte ich ganz vergessen. Wir machen es ja wie in der Ritterzeit. Damals verwendeten die Menschen einen Feuerstahl. Aber das Wichtigste war der Zunder. Ein getrockneter Baumpilz, der richtig gut brannte. Da auch das Sprichwort brennt wie Zunder. Hier, das ist der Zunder. Das legen wir jetzt auf das Holz. Jetzt müssen wir ihn an den Feuerstahl an dem Messer reiben. Ich zeig's euch mal. Voll cool! Wer möchte das mal versuchen? Darf ich? Klar, probier's doch mal. Super, Emma. Jetzt hat's geklappt.
Seht her, der Zunder hat Feuer gefangen. Jetzt müssen wir etwas pusten, dass das Feuer richtig entfacht. Das Feuer brennt. Wir sind auch fertig. Dann kann das Stockbrotgrillen losgehen. Das macht Spaß. Das ist so cool. Frisch gestärkt seid ihr jetzt bereit für die zweite Station. Emmas Tante Maria ist mit Anton hergeritten und ihr dürft eine Runde auf dem Ritterpferd reiten. Wie findet ihr das? Super, das ist ja toll. Hallo ihr Ritter und Ritterinnen. Einer nach dem anderen darf sich als Ritter aufs Pferd setzen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich so. Ist das cool? Voll gut. Wie spannend. Hat Spaß gemacht, euch bei eurem Mittelalterausflug besuchen zu kommen. Anton und ich müssen wieder ins Tal reiten. Euch noch viel Spaß auf der Burg. Tschüss, Maria. Tschüss. Im Mittelalter musste man seine Burg vor Feinden verteidigen. Und das machen wir jetzt auch. Kommt mit auf den Burgturm. Wie cool. Hier oben hatte man eine tolle Aussicht. So konnte man Feinde schon von Weitem erkennen. Zum Glück sind heute keine feindlichen Ritter mehr unterwegs. Aber wir machen heute trotzdem Wasserbomben-Weitwurf. Juhu. Wie cool. Los geht's. Verteidigt unsere Burg. Das macht Spaß. Krass, das geht ab. Vorsicht. Boah, ist das cool. Das war's. Vorsicht. Das war ein wirklich spannender Tag. Vielen Dank, Ralf, für das tolle Erlebnis. Immer wieder gerne. Ein schöner Tag. Ich liebe den Sommer. Kinder, sollen wir raus in den Garten gehen? Ja. Oh ja. Dann zieht euch mal um. Dann können wir das Planschbecken aufbauen. Cool hier. Voll cool hier. Ich baue hier unsere Getränkestation und die Abtrockenstation auf. Für alle, die eine Pause brauchen. Spritzalarm. Juhu. Aus dem Weg. Raketenstart! Juhu! Macht das Spaß! Turbostart! Cool! Juhu! Wie cool! Das ist ein toller Tag! Schaut mal, wer da kommt! Da kommt der Johannes! Wie cool! Cool Eis! Hallo Johannes! Wie kommen wir denn zu dieser Ehre? Hallo ihr Lieben, ich war gerade in der Nähe und dachte, ich überrasche euch mit einer Runde Eis. Was für eine schöne Idee, da freuen wir uns. Juhu, toll. Lasst es euch schmecken. Danke Johannes. Ich muss weiter. Tschüss Johannes. Ihr habt noch 10 Minuten Gartenzeit. Dann müssen wir rein und uns wieder umziehen, bevor eure Eltern euch abholen. Am nächsten Tag. Brumm, brumm, tatü, tata. Polizei! Brumm, brumm, tatü, tata. Brumm, brumm, tatü, tata. Polizei! Stehen bleiben! Polizei! Ihr könnt ja gar nicht genug kriegen vom Polizeispielen. Diese Woche haben wir ja unsere Projektwoche Polizei. Was da natürlich nicht fehlen darf, ist ein echter Polizist mit einem echten Polizeiauto. Und glücklicherweise kann uns da ein Papa weiterhelfen. Wessen Papa ist denn Polizist? Nalas. Nalas.
Ja, genau. Oh, wenn ich auf die Uhr schaue, müsste er gleich eintreffen. Ich höre was. Cool. Lasst uns vor die Türe gehen. Kommt mit. Juhu! Guten Morgen. Schön, dass ich heute zu euch kommen darf. Cooles Auto. Ja, das stimmt. Aber wenn man Polizist ist, hat man natürlich noch viel mehr zu tun, als einem mit einem coolen Polizeiauto herumzufahren. Wer weiß denn, was ein Polizist alles machen muss? Diebe jagen. Unfällen dazukommen. Zu schnelle Autos stoppen. Die Diebe ins Gefängnis bringen. Ja, genau. Die Polizei versucht, gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen. Wenn jemand etwas klaut, ist das ja ungerecht für den Ladenbesitzer und all die anderen, die ganz normal damit Geld einkaufen. Deshalb muss es jemanden geben, der sich um diese Fälle kümmert. Ganz schön anstrengend, immer gegen das Böse zu kämpfen. Wir sind ja nicht alleine. Um herauszufinden, warum jemand etwas Doofes angestellt hat und wie man da am besten reagieren sollte, helfen ganz viele Leute mit. Beispielsweise Rechtsanwälte, Richter und so weiter. Schon ein cooler Job. Aber auch gefährlich. Wir arbeiten immer im Team und schützen uns gegenseitig, sodass die Gefahr überschaubar bleibt. Aber unsere Hauptaufgabe ist es, den Menschen zu helfen. Das ist cool. Dürfen wir mal ins Auto rein? Na klar, ihr dürft sogar mit mir eine Runde fahren. Wie cool! Toll! Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte einsteigen. Die Fahrt geht los. Das war's für heute. Ich muss weiter. Danke für alles. Tschüss, Paul. Tschüss. Und wir gehen wieder nach innen. Bald kommen schon eure Eltern. Hat's euch denn gefallen? Ja, und wie? Wer von euch hat denn schon Magnete selber gemacht? Geht das denn? Ja, und das macht sogar richtig Spaß. Voll cool. Das wollen wir machen. Gerne, dann lasst uns bis morgen alles besorgen. Und dann ist morgen Knetag im Kindergarten. Juhu! Was braucht man dafür? Schaut her, hier ist das Rezept. 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Salz, 2 Löffel Alaun, 3 bis 4 Esslöffel Öl, ein halber Liter kochendes Wasser. Und wenn man möchte, Lebensmittelfarbe. Das meiste hat man eh zu Hause. Könnt ihr die Zutaten mitbringen? Ich bringe Mehl mit. Ich bringe Salz mit. Ich kann Öl mitbringen. Ich besorge Lebensmittelfarbe. Super, jetzt fehlt nur noch Alaun. Das bringe ich mit, da man das nur in der Apotheke bekommt und nur Erwachsene das in die Knete mischen dürfen. Was ist Alaun? Das ist ein Salz, das die Knete feucht hält. Sonst würde sie wie Teig schnell austrocknen. Davon braucht man aber nur ganz wenig. Und falls wir das nicht herbekommen, geht es auch ohne. Dann ist die Knete eben nicht so lange haltbar. Ich freue mich schon. Ich auch. Dann bis morgen. Haben wir Lebensmittelfarbe da? Nein, wieso? Wir wollen im Kindergarten, ne? Knete selber machen. Coole Idee. Ich gehe aber nachher eh zum Einkaufen. Dann bringe ich es dir mit. Cool, danke. Am nächsten Morgen im Kindergarten.
Wow, ihr wart ja fleißig und habt an alles gedacht. Na dann kann's ja losgehen. Wir müssen als erstes alles mischen und danach gut durchkneten. Es macht voll Spaß. Richtig cool. Das sieht gut aus. Dürfen wir jetzt kneten, ne? Na klar, das ist ja das Schönste an der ganzen Sache. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Cool, was denn? Ich war gestern Abend auch fleißig und habe eine riesen Menge Knete hergestellt. Ich dachte, wir könnten vielleicht eine Knetfigurenausstellung machen. Mega Idee. Toll. Kommt mit nach draußen, dort habe ich alles vorbereitet. Wow, ist das toll. Ihr könnt loslegen und am Freitag laden wir eure Familien zur großen Knete-Ausstellung ein. Das wird lustig. Los geht's. Juhu! Wow, krass. Das macht so Spaß. Ich knete als Schneemann. Ich mache eine Riesenschlange. Ja. Wow, krass. Wow, sieht das toll aus. Genug gearbeitet für heute. Morgen geht's weiter. Macht das Spaß. Ja. Mega. Ist das cool? Das macht echt Spaß. Juhu! Tage später. Herzlich willkommen zur großen Kindergarten-Knetausstellung. Schauen Sie sich um, was die Kinder in den letzten Tagen alles aus Knete gezaubert haben. Hier drüben gibt's für alle noch ein paar Kleinigkeiten am Buffet. Viel Spaß! Das sieht ja cool aus. Großartig! Wow, das ist ja toll geworden! Da hätte ich gerne mitgeknetet. Morgen ist die große Theateraufführung im Kindergarten. Wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Los geht's! Ein herzliches Willkommen zur Theateraufführung der Kindergartenkinder. Unser diesjähriges Stück heißt Im Feenwald am Elfensee. Heißen Sie mit mir willkommen unsere kleinen Feen und Elfen. Wir sind die Feen vom Feenwald. Und wir die Elfen vom Elfensee. Oh nein, dunkle Wolken ziehen auf. Was ist da los? Das sind Zauberwolken. Die sind gefährlich. Oh nein, wir sind gefangen unter der Wolke. Komm mit, wir Elfen müssen die Feen retten. Wir vertreiben die Wolke mit Elfenwind. Gute Idee.
Irgendwas stimmt nicht mit der Schnur. Die Wolken klemmen. Ich kann sie nicht nach oben ziehen. Lisa, was soll ich machen? Die Wolken. Vorsicht, Mist. Mist, die Schnur ist gerissen. Lisa, was soll ich machen? Oh nein, aber nicht schlimm, Kinder. Wir tun so, als würde das zum Stück dazugehören. Die bösen Zauberwolken fielen auf den Boden und verwandelten sich in gute Zauberwolken. Und alles war gerettet. Die Feen und die Elfen feierten gemeinsam ein großes Fest. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tanzen sie noch heute. Bravo! Bravo! Das war ein super Theaterstück. Es hat so Spaß gemacht. Aber sag mal, Emma, das mit den Wolken war anders geplant, oder? Ja, die hätten eigentlich nach oben verschwinden sollen, haben die Stoß gerissen. Das ist ja aufregend. Aber ihr habt das Problem echt gut gelöst. Ja. Ich finde, die Kinder haben das richtig toll gemacht mit dem Theaterstück. Habt ihr auch schon das Theaterstück von Prinzessinnen, Rittern und Drachen auf dem Kanal der Playmobil-Familie Sommer gesehen? Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal nach. Bis bald!